Ahoi ihr Lieben von meiner Reise mit der Nico Vision auf der Donau und wir sind heute immer noch in Wien, ja, da wo es im letzten Vlog sozusagen endete. Ja, und hier ist auch schon einiges passiert heute Morgen, denn das Schiff wurde nämlich betankt und wir haben auch hier jede Menge neue Lebensmittel bekommen. Ja, und was habe ich jetzt heute Morgen schon gemacht? Ich war jetzt einmal beim Frühstück und dann dachte ich mir, ach Mensch, jetzt ist es doch ja, langsam Zeit mal von Bord zu gehen. Vielen Dank an dieser Stelle an Konstantinos Dafalias, ja, einer, der ganz viel immer kommentiert, der bei Facebook, und der hat mir so viele Tipps gegeben für Wien, da werde ich jetzt mal einiges ausprobieren. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass Wien eine sehr berühmte Stadt ist, was zum Beispiel Eis angeht, weil viele aus Italien eben hierher kommen und Eis machen, und es gibt auch lokale Anbieter, die Eis machen, und ja, Konstantinos hat mir da einige Dinge geschrieben, von denen er wusste, dass sie mir gefallen werden, also deswegen werde ich da auch mal ein bisschen ausprobieren. Also jetzt erstmal los geht's. Der 21. Juli ist heute und es ist hochsommerlich heiß hier in Wien, 28 Grad aktuell. Später werden es sogar noch, hier können wir sehen, bis zu 33 Grad. Also was zu trinken habe ich dabei und Cap auch und eingecremt bin ich auch, also kann es losgehen. Einfachste Möglichkeit natürlich, sich in Wien fortzubewegen, sind die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel. Da habe ich mir vorher so eine App runtergeladen. Man kann es natürlich dann aber auch am Automaten kaufen. Da habe ich ein Tagesticket gekauft für gerade mal 5,80 Euro. Also ich würde mal sagen, man kann es kaum annehmen, so günstig ist es ja. Und ein Tipp war jetzt an diesem heißen Tag heute das Museumsquartier. Ja, das ist über 4 Kilometer entfernt und man braucht nur die 18 Minuten mit den Bahnen. Da mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Eine Alternative statt U-Bahn wäre natürlich auch hier die Fahrt mit dem Roller gewesen. Wobei der, der macht schon Alarm hier, wobei der ein bisschen lediert aussieht hier, ehrlich gesagt. Und man muss auch sagen, das ist eine relativ teure Angelegenheit. Also man zahlt da Grundgebühr von 1 Euro und dann meistens so Gebühren zwischen 15 und 25 Cent pro Minute. Also das ist schon richtig teuer, abgesehen davon, wenn man sich in so einer Stadt nicht auskennt. Natürlich auch nicht ganz ungefährlich, ne? Und was hat es jetzt damit eigentlich auf sich mit diesem Museumsquartier? Und zwar hat man die ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen umgebaut und hat nun eines der größten Kulturareale der Welt mit einer Fläche von schlappen 60.000 Quadratmeter. Mal gucken, was da jetzt heute Mittag so los ist. Dieses ganze Quartier ist wirklich wunderschön. Jetzt sollte man natürlich ein bisschen mehr Zeit mitbringen, um zum Beispiel auch in die Museen zu gehen, die Kunstmuseen. Ja, wenn man mal sieht, hier allein das Programm, ne, für heute, die ganzen Locations hier, da ist so viel los. Also da lohnt es sich sicherlich, da vorher ein bisschen zu informieren, ja, und dann irgendwie sich was auszusuchen. Aber ich würde sagen, ja, 13 Uhr könnte ich ja schon so langsam mal was essen. Wobei ich glaube, so bei der Hitze was Herzhaftes ist es jetzt nicht, also irgendwas Süßes. Also werde ich ja mal gucken von den Tipps, die mir da der Konstantinos gegeben hat. Also Eis wäre vielleicht nicht schlecht. Er hat da irgendwie was von einem gefrorenen Topfknödel geschrieben. Also das klang ganz gut. Ich korrigiere, es handelt sich um Eismarillenknödel und das Ganze bei Tichy. Ja, ist nochmal wieder ein bisschen hin. 18 Minuten wieder mit den Bahnen. Und Wien zeigt sich ja auch an den Ampeln als weltoffene Stadt. Ja, es müssen hier bei Rot nicht immer nur Mann und Frau sein, es können auch Frau und Frau sein, klar. Der Vorteil hat ja, wenn man mit der U-Bahn unterwegs ist, so ganz heiß ist es da unten nicht. Und da bin ich auch schon hier, Tichy Eissalon, ganz klassisch. Was ich schon mal bemerkenswert finde hier, das ist ausgesprochen günstig hier. 4,80 Euro so ein Eisbecher, 4,10 Euro, also das finde ich aus Hamburg nicht gewöhnt. So,
Also das war ja wirklich, jetzt habe ich hier eine Kinderportion einmal mit einer Kugel Malaga und Stracciatella oder halb, vielmehr, so wirklich winzig. Und dann hier so ein Marienknödel, der sieht ja wirklich sehr interessant aus. Guck mal, von außen hart und dann, habe ich so natürlich auch noch nicht, es erinnert so ein bisschen an Tartufo, ne? Also so zumindest so von der Form und vom Gefroren. Oh mein Gott. Also, das ist wirklich unglaublich lecker. Also, auf jeden Fall zu empfehlen, das macht hier mein Malaga-Eis. Stracciatella. Oh ja. Also ich denke, das war schon ein guter Tipp hier mit dem Tichis. Also dieser Eismarillenknödel war extrem lecker, vor allen Dingen, als ich dann auch noch zum Marillenkern vorgedrungen war. Ja. Also auf jeden Fall mal ausprobieren den Rest. Das sonstige Eis fand ich okay, aber fand ich jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde so, oh mein Gott, das habe ich bislang immer erst nur in Italien gehabt. Wenn man nun gar keine Ahnung hat, wo man in einer Stadt hingehen könnte, was macht man dann? Dann geht man zum Rathaus. Sehr imposantes Bauwerk, muss man sagen, das mir hier ganz schön gefällt. Direkt am Rathaus auch ein kleiner Park, wo man wunderbar sitzen kann. Und jo, ihr seht schon, so viele machen das gar nicht. Und das ist hier bei dem Wetter wirklich echt angenehm. So, ja, die Zeit vergeht. Ne? Man hat ja doch für so eine Riesenstadt immer nur relativ wenig Zeit. Aber eins muss natürlich noch sein. Ich brauche natürlich noch ein Schnitzel, ein Wiener Schnitzel. Da bin ich auch schon fündig geworden, was mein Wiener Schnitzel angeht. Ich bin doch erstaunt, an relativ vielen Orten gibt es das auch wahlweise in Schweinefleisch-Variante. Aber das ist natürlich jetzt hier die Kalbsvariante. Zusammen mit, der Norddeutsche würde sagen Kartoffelsalat, hier heißt es natürlich Erdäpfelsalat und Preiselbeeren, wie sich das gehört. Das Ganze war jetzt im Café Korb, das hatte mir ein Einheimischer empfohlen. In den Kaffeehäusern ist es eben so, da liegt natürlich der Fokus auf den süßen Speisen, auf den Kuchen, auf den Apfelstrudel, aber man kann eben da auch Schnitzel essen. Das war wirklich soweit solide. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, so, oh mein Gott, das war das Allerbeste meines Lebens, aber es war lecker. Ich bin satt geworden. Alles gut. Ja, und jetzt ist es auch schon, wie spät haben wir es jetzt? 17.07 Uhr. In 38 Minuten muss ich am Schiff sein. Also muss ich mich doch ein bisschen sputen. Ich würde sagen, so sieht gutes Timing aus. 17.27 Uhr haben wir es. Und da liegt sie auch schon, die Nico Vision. Also 18 Minuten vorher zurück. Aber ich vermute mal, dass ich der Letzte bin. Könnte ich mir gut vorstellen. Bei 33 Grad könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gut das jetzt tut, wenn man hier reinkommt. Und es sind ungefähr 21 Grad, ja. Ich habe gerade schon auf den Speiseplan geguckt. Ihr werdet es nicht glauben, was es hier heute Abend in dem Hauptrestaurant zu essen gibt. Natürlich, Kalbsschnitzel, ja. Also das war natürlich, dass ich da jetzt extra da draußen gegessen habe. Wobei, ich meine, gut, es bleibt die Hoffnung, dass das jetzt das bessere Kalbsschnitzel war, was ich an Land hatte. Ja. Also ich esse, glaube ich, nachher wirklich nur noch höchstens eine Kleinigkeit. Mal gucken, aber ihr kennt das Spiel. So, jetzt gleich erstmal auslaufen. Jetzt dachte ich, wollte ich mal eine etwas andere Einstellung haben hier für meinen Zeitraffer. Deswegen habe ich die Kamera jetzt mal hier ran montiert. Ich bin sehr gespannt, ob das so hält und ob die nicht zur Seite wegrutscht. Ja, man muss sagen, der Hersteller dieser Gorilla-Pod-Stative hat mittlerweile jetzt hier ein etwas besseres Modell. Das ist das nämlich schon. Es waren früher nämlich Plastikkugeln. Jetzt gibt es hier ein Modell hier mit Aluminiumkugeln. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen langlebiger ist, weil man muss leider sagen, da können viele YouTuber ein Lied von singen. So schrecklich langlebig sind diese Dinger nicht. Wie gefühlt braucht man da alle halbe Jahre ein neues und das ist irgendwie ziemlich ärgerlich, wenn die so teuer sind, ja. Aber mal gucken, ob das jetzt hier klappt beim Auslaufen. Also ihr werdet es sehen.
kurz vor 8 bin ich dann zum Abendessen gegangen. Ja, also sehr, sehr, sehr spät. Dafür, dass das Abendessen ja schon um 18 Uhr eigentlich begonnen hat. Aber man kann ja halt kommen, wann man will. Aber ich wollte dann auch gar nicht mehr so das volle Menü, sondern habe dann nur eine kleine Auswahl genommen. Und zwar zwei Vorspeisen, nämlich einmal Tafelspitzterrine auf Rucola-Kartoffelsalat mit Kürbiskernöl-Dressing. Und außerdem Frisee-Salat mit Roquefort-Käse, Birne, Walnüssen, Trockenpflaumen und Rahmdressing. Ja, das hat mir eigentlich dann schon gereicht, weil ich ja irgendwie am späten Nachmittag erst das Schnitzel hatte. Und dann dachte ich, okay, Dessert, das darf es aber gerne noch sein. Da hatte ich dann etwas Käse. Ja, und was fand da noch statt am Abend? Da gab es dann noch eine Veranstaltung mit dem Kreuzfahrtleiter und dem Hoteldirektor, die so ein bisschen erzählt haben, wie läuft denn hier das Leben an Bord ab? Und ja, so ein bisschen über so die technischen Dinge hinter den Kulissen, die man sich halt nicht angucken kann. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Stunde gewesen, muss ich wirklich sagen. Ja, und das ist es dann auch schon gewesen. Dieser eher entspannte Tag, ja. Also, was heißt entspannt, ist ja relativ, ich meine, das war halt durch die Hitze, war es natürlich schon sehr anstrengend, muss man wirklich sagen. Ne? Also bei der Hitze durch so eine Großstadt, und ihr habt es ja gemerkt, so richtig viel am Ende habe ich nicht geschafft, bin viel hin und her gefahren, weil es da so angenehm kühl dann war. Und ja, aber trotzdem ein schöner Tag. Ich denke, nach Wien muss ich noch mal länger irgendwann. Ja, wenn ihr mal Angebote checken wollt mit der Nikovision, dann klickt da mal auf den Link und oh, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.